Glückwunsch, dass ihr am Start seid mit mir zusammen und dem guten Leo in Stuttgart. Herzlich willkommen in Stuttgart. Grüß dich. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass du gekommen bist. Ja. Ich hoffe, du hattest eine gute Fahrt. Eine sehr gute Fahrt, sehr angenehm. Sehr schön. Schön mit der Bahn, mit der Deutschen Bahn, wenn ich heute komme. Ja, wir sind heute in Stuttgart. Ich bin sehr gespannt, was der Holle sagen wird. Ja. Wir gehen zu meinen Foodspots und das sind Foodspots, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Also in Stuttgart auf jeden Fall nicht. Wir sind in Stuttgart-Ost so ein bisschen verteilt und als drittes schauen wir noch, was wir machen, ob wir dann Burger essen gehen oder Shawarma essen. Oder wenn wir Zeit haben, machen wir beides, weil das ist mehr so ein kleiner Snack. Wir werden das auf jeden Fall schauen. Und, genau, also ich muss auch sagen, über was wir machen, einmal kurz vorher noch gespoilert. Mhm. Also noch, wer den Titel nicht ganz gelesen hat, Name Sky, Gewinner für Erkenne den Koch. Richtig, es, richtig. Ist der Leo, super Koch, hat's full drauf und der hat natürlich hier gerne die Expertise. Der kann, kocht wie, er kocht eine Bernd Zehner fast an die Wand. Ja, also der Bernd Zehner, ich bin ready. Wir sind ready. Jederzeit. Ja, und jetzt haben wir gerade überlegt, Leo hat mir schon so ein bisschen vorgespullert. Mhm. Vielleicht einen geilen Shawarma, hast du einen geilen Spot, geilen Lahmacun, auch einen geilen Koreaner, richtig heftig. Sehr geiler Koreaner. Oder der beste Burger aus Stuttgart, ja? Also sind sich auch alle einig, dass er der beste ist. So. Okay. Definitiv. Ah, wir gucken. Also wir nehmen auf jeden Fall 3, vielleicht 4 Spots. Und ich würde sagen, wollen wir direkt zum ersten Spot einfach rüber, ne? Lass uns zum ersten Spot. Kickdown. Geil, Mann. Kickdown. Guck mal, Leute. Ich habe hier, das ist so süß, da ist gerade ein Zuschauer. Der hat alle, jedes Video hat er geguckt. Und das geht mir echt immer ans Herz, wenn ich jemanden treffe und die sagen, die gucken alle Videos, die setzen sich hin manchmal und gucken 5 Videos in Folge oder so. Wenn jemand Geschmack hat, dann gibst du auch ehrlich dazu. Danke dir, so süß von dir. Ehrlich zu, danke. Kuss, Kuss. Leo, kannst reinkommen. So. Moinsen. Moinsen, Leo, was geht jetzt hier? Wir gehen jetzt zum Bergfriedhof in die Hackstraße. In die Hackstraße? In die Hackstraße. Kriegt jeder seinen Hack da? Mindestens. Bin ich mir sicher, das wird super. Das wird super. Also eins wollten wir noch sagen, das ist so eine Stuttgart-Ost-Food-Tour, ne? Also wir gehen auf jeden Fall. Du kannst ja mal hier reinnehmen und das sind alles Läden, die nicht so auf der Karte sind, ne? Also meiner Meinung nach sind die Läden nicht so auf der Karte. Die fehlen auf jeden Fall noch auf der Karte. Und jeder, der auf Stuttgart kommt oder hier mal ist, sollte dort gewesen sein, 100%. Und ich bin mir sicher, dass die Läden einfach auch keiner kennt, weil keiner nach Stuttgart-Ost geht. Und Stuttgart-Ost ist eben dort, wo ich mit meinen Freunden wohne. Und wir repräsenten das sehr. Und das ist einfach unser Laden, unser Baby, wo wir ganz viel ausgenüchtert haben, Mittagessen zusammen haben, verbinden da schöne Erinnerungen mit und außerdem super gutes Essen. Wir sind angekommen hier. Jetzt kommen wir nach Lahmacun, ne? Lahmacun, genau. Oh, Lahmacuni. Lahmacuni. Ich habe eben schon gesagt, die Jungs sollen sich mal gehen lassen, weil die sind auf Schwäbisch unterwegs. Auf Schwäbisch, ne? Ja, wir sind ja hier in Stuttgart. Wir sind ja hier in Stuttgart. Also sag mal, was kommt auf uns zu, so auf Schwäbisch Akzent jetzt? Mir gangen jetzt nur Lahmacun essen in Stuttgart. Hier im schönen Stuttgart-Ost, kann ich mal filmen. Ja. Wow. 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 Tolles Wetter. Und jetzt habe ich schon richtig Hunger, wie geht's hier? Ich habe sehr Hunger. Ja. Ich wollte gerade auch Schwäbisch sprechen, aber ich kann das ja gar nicht. Ich habe einfach voll verwirrt gerade. Ich hab erst um 9 habe ich das letzte Mal gegessen und jetzt ist, keine Ahnung, 7 Stunden her oder 3, 4, noch länger. 8 Stunden ist das her. Ja. Also ich habe schon gut Kohldampf. Also guck mal, hier sind wir schon. Okay, Durgun. 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 Okay. Das ist, wie gesagt, ein Herzensladen von uns. Ist das das mit dem Kiosk? Nee, das ist nicht das mit dem Kiosk. Nein. Assalamu alaikum, Avi. Assalamu alaikum. Danke. Hi, mein Lieber. Danke. Grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass du hier sein darfst. Assalamu alaikum. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben Hunger. Mhm. Wir sind zum Essen hier, Avi. Ja. Und wir kriegen einmal Tagesessen, wie immer. Ja. Und ein Lahmacun vegetarisch, bitte. Ja. Mit Zwiebel, mit Tomate und nur ein bisschen Joghurtsoße. Scharf. Ja, wir starten tatsächlich, Leute, mit was Vegetarischem. Ihr habt euch das letztens gewünscht. Auch mal ein kleines Dings. Gebt euch das. Vegetarisch Lahmacun. Es gibt nichts Besseres. Schön Salat drin. Hast du auch Rübe? Rübel? Es gibt doch diese weiße Rübe, die manchmal reinhauen. Zwiebel meinst du? Nee, die weiße Rübe. Rettich. Rettich, ja, Rettich wollte ich sagen. Ich sag Rübe. Nee, ist kein Rettich drin. Nee, hast du recht. Das war wirklich einfach nur Gehirnkick. Hier ist sehr entspannt, klein, chillig. So, hier geht's um die Ecke. So, und hier kann man natürlich sehr auch sehr süß hier auf jeden Fall. Sehr schön. Dann filme ich die Zubereitung noch mal eben. Dann gehen wir direkt los ins Volle. Ich liebe jetzt schon euren Laden. Teşekkürler.
Oh, mit einem Besenstiel macht ihr? Mit Besenstiel bereitet OG. Ihr das auf OG-Style stark. OG-Style, ist besser als so ein großes Ding, ne? So wird das halt im Dorf gemacht, oder? Ja. Ah, so wird das im Dorf gemacht. Die kennen das nur so. Finde ich gut, ey. Dieser große Knüppel, der sonst benutzt wird, da könnte ich mit umgehen, ja. Nee, also in der Hinsicht nicht. Guck mal hier. Ah, so sieht das aus. So sieht das aus. Auch bei euch aus dem Dorf noch, oder was? Ja. Ach, stark. Das Rezept kommt bei euch aus dem Dorf noch. Ja. Oh, stark, ey. So, wo ist das? Anatolien. Stark. Oh, und hier kommt unser Tagesgericht, ja? Oh, da kommt frische Lachmantel raus. Ein bisschen Gemüse drauf haben heute? So wie du isst, würde ich sagen, also, Leo. So wie du essen mach würdest. Ein bisschen Gemüse drauf, aber nicht viel. Da muss eigentlich Peperoni fehlt noch. Ja, mach ruhig. Mach ja, ruhig wollen wir Peperoni noch rein? Mach ruhig. Ja, auf jeden genau Fall. Das muss. Da muss auf eigentlich die Peperoni Fall. Rein. Yes. Glaubt mir, Leute, vertraut mir. Dankeschön. Also ich warte jetzt nicht, dass es kalt wird. Nein, nein, lass es schmecken. Ich hau mal einmal direkt rein. Lass es schmecken von Erdbeeren. Danke. Direkt die tomatige, würzige Note. Und außen das richtig, ihr seht das hier, ganz brüchig klein und so fühlt sich auch an dem Mund. Es zerbricht richtig direkt. Alles ganz kleine Stückchen im Mund. Sehr starkes Ding, vor allem unerwartet von der Konsistenz. Ich habe ja oft schon vegetarische Lachmantel gegessen. Das war oft getrimmt, so ein bisschen auf Pizza ähnlich. Ne? Weil der Boden ganz, ganz dünn. Und das ist wirklich dieses Brüchige fasziniert mich außen vom Teig. Was ich gelernt habe. Dankeschön, mein Lieber. Das platzt wirklich überall ganz kleine Stückchen im Mund. Von der Konsistenz sehr, sehr einzigartig. Schön dünnes, weiches Brot. Das ist gut, die. Ist der jede Mund. Schön tomatig jetzt noch im Nachgang. Peperoni schießt rein. Aubergine, die frittiert jetzt weich im Biss. Mit so ein bisschen cremig richtig dadurch. Und die Creme von dem Lachmantel, diese Basis, ist auch einfach lecker. Das macht einfach Bock. Sehr solide. Ich werde jetzt mal das Tagesgericht angehen einmal. €7. Mega. Da kannst du nicht meckern. Sag mal auf Schwäbisch, da kannst du nicht meckern, ne? Ein Geschenk der Gold schaut mit ins Maul, sag mal. Stimmt, ja. Da kannst du die Obra. Kannst nicht meckern, sagt man. Kannst nicht meckern, ne. Okay, hier, Leute, ein schöner Biss jetzt hier. Die Schwaben, du, die Schwaben. Das ist einfach Hausmannskost halt so, ne? Ja. Hausmannskost, das ist nicht so typisch. Wenn du im türkischen Restaurant essen gehst, da gibt es ja meistens, also bei uns im Norden zumindest, die Klassiker. Und das hier ist so, da wartet man, wenn du nach Hause kommst, türkische Mami Mama hat gekocht. Mal eben gekocht. Und da ist wie gesagt ein Kollege, die Eltern von einem Kollegen, und das kocht halt auch seine Mom so. Ja. Und das ist einfach ein schönes Ding. Für 7 € kommst du hier mittags her und wir lassen es uns gut gehen, ne? Das ist mega. Also ganz weiche Aubergine auch außen. Hack relativ basic gewürzt. Geht eher in die bisschen in die scharfe Richtung. So, Chili-Paprika-Richtung. Hack, richtig gutes Hack gewählt. Guter Eigengeschmack. Also das ist ein sehr leckeres Gericht, Leo. Basic gehalten, punktuell mit Gewürzen gearbeitet. Paprika, Chili, Hackgeschmack kommt super durch. Also das ist ein gutes Ding hier. Ist top. Und für 7 €. Für 7 €. Ne? Mhm. Geil. Ich würde sagen, wir snacken hier noch ein bisschen weiter. Ja, ganz in Ruhe. Dann gehen wir zum Koreaner. Zum Koreaner. Mhm. Okay. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns. Wir werden zum Koreaner für euch nochmal, weil das eben ein bisschen hektisch war. Hier vom Laden sehr unscheinbar. Alles wirklich. Es ist Hausmannskost. Es ist einfach lecker. Das Essen, so wie der Laden, sind einfach herzlich. Herzliches Essen, herzliche Leute. Ganz, ganz empfehlenswerter Laden. 20 Jahre schon, ne? 20 Jahre, ja. Ja, und nicht umsonst hält man sich so lange. Ja, ne? Voll, musst du auch erstmal hinbekommen. Guck mal, voll auf Untergrund. Also ich habe den Lieferanten eben hier nur durchgreifen. Ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Das ist so ein Laden, da denkt man, den hat man gar nicht auf dem Schirm. So, ne? Ich würde so, wenn man es sieht von außen, wahrscheinlich nicht reingehen. Da muss man hören, oh, der ist krass, der Laden. Wahrscheinlich wissen, dass die Stuttgarter gehen dann rein. Aber hier, also ich hätte nicht mal gedacht, dass man reingehen kann.
Doshirak. On the street direkt. Also, wir sind hier bei Doshirak. Das ist ein Koreaner hier in Stuttgart-Ost. In der Nähe von dem Laden, wo wir davor gerade waren. Und das ist hier eine koreanische Omi, die hier alleine das Essen kocht. Beziehungsweise heute hat sie sogar ein bisschen Hilfe. Sie macht hier super krasses, authentisches koreanisches Essen. Handgefaltete Dumplings. Das ist ein exzellenter Laden mit exzellenter Küche. Und da werden wir auch sehr viel Spaß mit haben. Geil. Und das finde ich so cool, Leute, euch Sachen zeigen zu können, die nicht viel auf dem Zettel haben. Dennoch von jemandem, der wirklich Ahnung vom Essen hat. Gelernter Koch, der heftig kocht, sogar im Sternebereich unterwegs ist. Der weiß, was gutes Essen ist, der sagt, das ist geil und wir werden das abchecken. Wir bestellen jetzt und gehen dann kurz zum anderen Spot und kommen dann wieder her. Dann kommen wir weil sie hat 14 Stunden lange warten lassen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den Burger abchecken. Den Burger oder den Shawarma, was du lieber? Den Shawarma. Aber geil ist das hier. Ich will noch einmal, wie man reingeht hier. Also es ist ja auch ein kleiner Kaufladen, ist das hier. Ja. Hier kannst du noch Sachen kaufen. Da vorne gibt es Kimchi und eingelegtes Zeug, Kimchi? Was sie selber macht alles. Geil, da gucken wir gleich nochmal. Hier wird dann gekocht auf wirklich Kochplatten, auf ganz basic irgendwie. Das erinnert mich wirklich so, als würde man irgendwo in Korea auch irgendwie wirklich, in der Seitenstraße wirklich, gesehen, genau, einen Laden rein, voll auf basic und du kriegst einen geilen Scheiß. Hier hast du so Kimchi, was du kiloweise kaufen kannst und das, ich bin halt hier Stammkunde, ne? Mega. Ich kaufe mir hier immer Kimchi. Sehr geil. Und Honig haben die hier aber. Deutschen Honig haben die hier. Deutschen Honig. Ja. Deutschen Honig aus dem Glas. Für das Chicken. Für das Chicken, schöner Blütenhonig. Ja, geile gleich Chicken, auch Korean Fried Chicken. Mit geilen Honig. Mit Honig und Knoblauch und so und Chili und Kannst das immer auf Schwäbisch sagen. Und nochmal genauso mit Leidenschaft, aber auch nicht so auf Schauspielerei. Jetzt essen wir gleich noch ein bisschen Händel. Da haben wir noch ein bisschen Knobi-Dinner. Ein bisschen was Scharfes, ein bisschen was Sierses. Das wird schön. Traum. Das wird schön. Traum. Ich bekomme die Einfach aufschreiben. Ja, klar. Ja, dann top. Dreiviertelstunde, Stunde? Okay, dann schaffen wir einen Spot. Safe. Der ist wieder hier um die Ecke. Ja, wunderbar. Oh, und da gibt es hier dann sowas hier. Guck mal. Und guck mal her. Ja. Wir haben Honey Garlic Chicken, Honey Butter Chicken, Fire Chicken, Korean Fried Chicken. Oh. Schau dir alles mal an. Also auf jeden Fall Butter Chicken geht nicht anders. Honey Butter und Honey Garlic. Ja, okay. Ja, komm. Hier wird jetzt gekocht. Das ist die Mama, die Korean Mama, die hier schön am Kochen ist. Guck mal, so eine Schutzbrille hat sie auf. Voll geflasht bin ich gerade davon. Okay, dann gehen wir erstmal. Wir gehen erst weiter. Anders, ne? Bis gleich. Das erwartet euch gleich, das wird bestimmt heftig. Wir sind schon am Start. Leo lacht eben so. Da drüben Prinz Shawarma, aber wir gehen nicht zu Prinz Shawarma. Wir gehen nicht dorthin. Wir gehen zu El Sendiyat Markt. Ach, wieder ein Supermarkt. Du bist Supermarktgänger. Richtig, also lieb Supermärkte, wo gekocht wird. Wir sind hier nochmal in Stuttgart-Ost, in der Nähe vom türkischen Konsulat. Wie gesagt, der Schein trügt hier gegenüber, ist direkt ein Shawarma-Laden. War ich aber noch nie drin. Ich will jetzt auch keine schlechte Werbung machen, aber ist Quatsch, weil der Laden hier ist. Sehr bockt, ja. Der ist ein arabischer Supermarkt. Also, ich habe kaum einen besseren Shawarma gegessen. Der wird aber seinen Spieß nicht selber machen, oder? Nee, das ist Classic so, aber Classic, okay. Ist ein super, super tolles Teil. Okay, sehr stark. Ja. Gucken wir. Oh, hier, guck mal, ja, direkt geht man wieder rein. Ja. Hier, Supermarkt. Oh, und hier gibt es einen Shawarma, ja? Du hast Läden hier am Start, Leo. Ja. Also, ich bin mir halt sicher, keiner kennt das. Und ich wollte jetzt nicht in Läden hingehen, wo sowieso jeder kennt. Weil Stuttgart ist jetzt auch nicht so groß. So. Das kennt auf jeden Fall keiner. Und das ist einer meiner Favorite-Läden. So. Hier ist der. Ja, ganz bescheidener, kleiner Spieß. Also wird natürlich auch irgendwo ein bisschen Standard sein, aber es ist ja nicht immer schlecht. Manchmal hat das seinen Charme. Einfach basic, habe ich schon gehört. Hier ein bisschen Kräuter drauf, nicht viel Tamtam. Zitronenscheiben finde ich sehr interessant. Die werden reingelegt. Das soll sehr bocken. Ja, ich bin gespannt. Ja. Dann nicht lang schnacken, dann holen wir uns direkt den Shawarma anstatt. Genau. 5 Euro kostet er. Und der Preis ist halt auch wieder komplett gut. Easy, ne? Old school hier auf der Tafel mit Kreide, sehr geil. Schneidet hier schön noch mit Messerchen ab. Das sieht gut aus. Pakete sogar kann man hier abgeben, also wirklich. Aber wir kriegen einen klassischen Shawarma, das war's schon. Das wär's. Mach schön mit Zitronenscheibe, mit, du weißt. Den können wir teilen schön in der Mitte, Den teilen wir in der Mitte, einmal halbieren, Habibi. Und das wär's auch schon.
Aber so von dir nochmal die Frage, Leo, denkst du nicht, da ist vielleicht auch so ein bisschen einfach so wie bei mir, ich habe auch so meinen Kindheitsdöner zu Hause, weißt du, so ein bisschen sehr viel eigene Vorlieben drin? Geht, also klar schon irgendwo eigene Vorlieben so, aber ich bin der Meinung so, meine Vorlieben kommen die meisten mit mir klar. Okay. So, also ich würde schon sagen, dass es einfach einen Geschmack trifft, den vielen Leuten schmeckt. Okay. Und vor allem so keine Sau kennt. Vor allem das auch mit dieser Zitrone, das könnte einiges raus. Zitronenscheibe gibt einen schönen Kick, ich liebe das. Wenn man hier jetzt nochmal reinguckt. Geil, Petersilie richtig präsent. Zitronenscheibe kickt richtig rein. Ist cool, oder? Aber richtig intensiv, Leute. Nicht mal im Vergleich mit Abrieb, sondern so richtig intensiv. Richtig vorne rein. Macht Bock. Ja, schon ein bisschen anders. Solange das jemand gemacht hat. Das mit der Zitrone könnte ich viel Wasser abgucken. Du rauchst mich einmal voll. Habe ich mich voll gesaugt? Nicht dran. Echt? Warte, da ist aber auch noch was. Nee. Ich schwöre. €5 auf die Hand und weiter laufen. Also, der Preis ist eine Ansage. Mhm. Die Zitrone ist eine Ansage. Petersilie, super frische. Ja. Jetzt ganz realistisch neutral betrachtet. Müssen wir einmal alles ehrlich betrachten. Klar. Die beiden Sachen gehen komplett aufwärts, komplett steil. Und für 5 Euro safe ein Ding. Empfehlung. Aber rein neutral betrachtet, so jetzt natürlich Fleisch, Brot von außen. Das ist so ein bisschen dann halt sehr Standard, ne? Natürlich, ist Standard. Aber diese Zitrone, die flasht mich wirklich sehr hart. Ja, voll. Es ist, Leute, ist was ganz anderes, als ich euch vorstelle. Diese Zitrone pur zu essen, das gibt einfach diese Zitronenintensität, so, die du sonst nur im ganz geringen Maße drin hast und die einfach so voll nach vorne geht und in die Fresse. Voll. Das ist schon geil. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie der krasseste Shawarma aller Zeiten. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass es ein kleiner, süßer Laden ist, der sehr, sehr guten Shawarma macht für einen unglaublich guten Preis und wieder, ich glaube, keine Sau kennt. Am türkischen Konsulat in Stuttgart-Ost, ich kann es sehr empfehlen, sowohl der klassische als auch der arabische. Ich würde sagen, in dem Sinne, schmecken wir auf, gehen zum nächsten Spot. Yes, sir. Geil, also cooler Einblick in die Essensszene in Stuttgart. Voll. Stuttgart-Ost auseinandergenommen. Auseinandergenommen. Ja. Der Triple B übrigens, den habt ihr mir damals auch bei einer Instagram-Umfrage empfohlen. Da auch noch Kuss an euch alle. Den testen wir dieses Mal noch. Und das ist ja die Nonplusultra, ne? Also, aber wird erst als bester Burger hier in Stuttgart gehandelt. Mhm. Triple B ist so auf jeden Fall ein Produkt aus Stuttgart, so. Das ist ein OG-Laden aus Stuttgart und aber erstmal Koreaner jetzt nochmal. Erstmal Koreaner, wenn die fertig sind, die rufen uns an. Rufen uns an sogar. Schau mal jetzt, wie das jetzt zeitlich hinkommt. Aber wenn die fertig sind, wir gerade Burger snacken. Dennis Check. Nee, das ist Quatsch. Wir könnten noch, wie gesagt, zu dem Bagdad gehen, das würde zeitlich hinkommen. Das ist der andere Shawarma. Ja, dann lass uns da noch hin. Das ist der Premium-Shawarma in Stuttgart. Ja. Das ist OG. Und wir gehen jetzt noch zum Premium-Shawarma. Schön mit Fleischspieß, Holzkohle. Also da, wo so die neutrale Masse mehr die neutrale so, Masse. Komm, gib dir den. Ja, genau. Und richtig auch was fürs Auge vom Holzkohle. Richtig, richtig. Und meine Freunde sagen auch alle der. Aha. Für mich ist es der, meine Freunde sagen der. Und, da ziehen wir jetzt mal hin. Und wir heizen hier wie bei Formel 1 gefühlt. 4 Minuten nur bis zum nächsten Spot. Jalla. Dann kriegen wir den noch und dann gibt es gleich Koreanisch. Da bin ich so gespannt auf Leo. Koreanisch wird irre. Das wird irre, krass. Das wird irre. Für euch auch natürlich, die Bewertung gibt es auch nochmal. Aber die werden wir gebündelt nochmal machen. Ich habe jetzt gar keine Zeit, bei der Hektik richtig drüber nachzudenken. Bewertung zum Schluss, alles gebündelt. So, jetzt sind wir schon wieder da in Bagdad. Wie hört sich das an für euch, Leute? Schön Shawarma vom Holzkohlegrill. Was ist das für geiler Scheiß? Wenn das mal nicht in Shawarma, ich habe sogar ein Shawarma-Ranking. Shawarma-Ranking, auch schon. Okay. Ich weiß jetzt nicht, aber schon deutscherweit, kann man sagen. Also schon viele Städte. Ja, also da haben wir schon einiges abgerissen. Ja, mal gucken, ey, ob der jetzt vielleicht heute das im Shawarma-Ranking schafft. Schauen wir mal. Sogar Tübingen ist auch im Shawarma-Ranking. Tübingen, ja? Aber hier, jetzt wird's wild. Knackig. Bagdad Imbiss 2.0. Wir sind hier in der Innenstadt quasi schon beim Gerber. Das ist ein Einkaufszentrum hier. Ja, stark. Das ist auch ein OG-Laden hier, ne? OG, seit Urgroßvater. Wenn man in Stuttgart ist, kennt man den Laden. Okay, und der hat hier Holzkohle, ja? Ja, und Kalbspieß vor allem, ne? Kalbspieß, ja? Ja. Die haben so geschwärmt von dem Spot. Guck mal, so wie er gesagt hat. Er hat zwar auf Schwäbisch gesagt, schön Shawarma über dem Holzkohle. Aha. Über Holzkohle grillt. Habt ihr Holzkohle? Nein. Ach, ihr habt aber gar nicht Holzkohle? Nein. Okay. Oh, ich hab gedacht, das wäre noch. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Wäre mir auch der erste im Leben Shawarma nicht vergessen. Ja, also, boah, nee, ich hab. Okay, aber in jedem Fall Bakhtiari-Spieß. Bakhtiari, ja. Sollen wir dann einnehmen und halbe-halbe machen? Halbe-halbe machen halbe. Wir, ja. Guck mal. So war das. Okay, über Feuer richtig. Ja, genau. So. Alter, das ist ja mindestens genauso gut. Ja, deswegen dachte ich Holzkohle. Ja.
Sieht schon gut aus hier. Kalb und Hähnchen-Mix. Hier haben wir noch Pommes. Ganz, ganz kleiner, entspannter Laden. Ne? Hier geht's vorne. Das ist Mango. Ach, guck mal, hier Mango ist das. Denkst du es gut hier drauf? Mit Falafel ist gut, ne? Oh, okay. Ihr seid Iraker, ne? Iraker, ja. Ist das eine irakische Soße? Iraker Soße? Iraker Mango. Iraker Mango. Mit Arabisch Amber. Amber. Ach, die gibt es in Irak wirklich auch so, ja? Ja. Und ihr habt auch Hummus auch, ne? Das ist Hummus. Mhm. Macht nur zwei. Welche passt gut? Hummus, Joghurt. Ja, okay, das ist da. Oder? Lassen wir es dabei. Das Falafel, ne? Ah, okay. Habibi, danke schön. Danke sehr. Danke, danke, danke. Guck mal, wir essen hier alle eins. Ja, wir essen alle eins. Alle eins. Bismillah. Yes, macht ihr auch selber hier? Macht ihr selber? Mango. Ah, Mango. Kein Problem. Habibi. Sehr einzigartig. Heftige Säure, dann sind da noch Gurken drin. Richtig säurelastig, als wäre da ordentlich Zitronen oder Säure wieder drin. Aber mit Hummus kommt das schon gut. Glaube ich Hummus auch. Halt schon mit Falafel. Ja. Kommt schon super. Die Falafel haben aber schon einen anderen Kick. Vor allem nicht so kross von außen gewesen wie die meisten anderen. Eher so ein bisschen weicher, war schon was Besonderes. Saftig fast schon. Fast schon saftig, ja. Fast schon saftig, ne? Sesam auch noch, okay. Aber in der Regel esse ich erst danach. Dankeschön, Habibi. Erster Biss erinnert tatsächlich erstmal an Döner vom Feeling. Mit den Gurken, mit den Tomaten. Hätte ich jetzt nicht gewusst, erster Biss hätte ich gesagt, so ein Dürüm. Ich hatte auch noch kein Fleisch. Nicht? Nee, komm gleich. Okay. Da hatte ich schön matschige Kartoffel. Die Gurke kriegt schön rein. Ja. Kräuterlastig eingelegte Gurke. Scharf ist auch nicht zu sehr. Ist ein leckeres, angenehmes Scharf. Ja, Schärfe ist entspannt. Tahin ist auch geil, schön geschmeidig. Schmeckt das Feuer, auf dem die, oder? Auf dem das Fleisch lag, ja. Deswegen dachte ich auch, dass es Holzkohle ist, weil man diesen Feuergeschmack schon trotzdem rausschmeckt, weißt du? Aber was eine geile Kombi ist, die man gar nicht auf dem Schirm hat, ist eben dieser Feuergeschmack, wo das Fleisch herkommt und dann diese Schärfe, die da drin ist. Voll. Die gibt eine geile Kombi, das ergänzt sich super, super geil. Ich würde sagen, die vom Flammen geküsste Schärfe. Du willst sagen, die vom Flammen geküsste Schärfe aus Stuttgart. Ja. Super. Also für mich, Leute, wieder so ein Gericht. Das lebt davon, dass sich die Geschmäcker vermischen. Eben, was sich auch wieder geil vermischt hat, war diese Soße mit der Gurke. Du hast das Fleisch, es vermischt sich mit dieser Schärfe, dass du gefühlt dieses Feuerfleisch und die Schärfe da rein, ganz neuer Geschmack. Eben auch super, die Soße geht mit dieser kräutrigen Gurke in eins, geht, wie ich es immer sage, eine schöne Symbiose ein. Abgang mit dem Brot, obwohl es ein relativ Standardbrot ist, aber es ist einfach eine geile Kombi, ein geiler Geschmacksablauf gewesen. Also ist auf gewisse Weise simpel, das wird sich nachher auch in der Bewertung zeigen, hat aber sehr gute Trumpfmomente. Kollege schnackt kurz mit Bekannten, wir snacken auf und dann gehen wir endlich zum Koreaner. Wie heißt der nochmal? Doshirak. Doshirak. Hast du das beibringen lassen, wie es ausgesprochen wird, nee, oder denkst du, es wird so ausgesprochen? Nee, ich denke, ich weiß, es wird so ausgesprochen. Doshirak. Ich frage ihn gleich. Ich frage ihn gleich. Nach Ihnen, so. Monsieur. Annyeonghaseyo. Hallo. Hallo. Wie wird das hier ausgesprochen? Doshirak? Doshirak. Doshirak. Genau. Ah, stark. So, wie man es schreibt quasi. Okay, ja, der Mann hat recht gehabt. Der weiß, der redet nicht einfach irgendwas, ohne zu wissen. Nicht ganz. Oh, da kommt unser Essen messen. Oh,
Oh, was ist das jetzt? Das ist Algen. Genau. Algen. Aber ich check nicht, du hast gesagt vorhin eine Oma, das ist keine Oma. Ja, eine etwas ältere. Ach so. Eine etwas ältere Frau, so. Sorry. Mir wurde das auch mit koreanischer Omi vorgestellt. Ja, es hört sich gut an. Ja, voll. Klingt cooler. Ich will auf jeden Fall keinen seine Hand nehmen. Nee. Oh, was haben wir denn hier? Rindfleisch. Bulgogi. Stimmt, Bulgogi Burger habe ich auch schon gegessen. Ja. Das ist auch für uns das Bulgogi? Oder ist das gar nicht nee, für uns? Das ach, das ist gar nicht. Denk die ganze Zeit. Denk die ganze Zeit. Hä? Hab ich schon reingeflasht, wie ich gleich beschreibe. Guck mal hier, kannst du schon mal filmen? Das hole ich für uns. Das ist so eingelegter Rettich, ist das? Jetzt haben wir Rettich. Ah, jetzt haben wir Rettich. Jetzt haben wir den guten Rettich. Guck mal hier, Rettich. Wollen wir mal reinstecken? Kein Problem. Machen wir hier. Ganz knackig. Und geschmacklich einfach auch top, oder? Hat so ein bisschen das Algenfeeling von dem Algenblatt von Sushi. Mhm. Guck mal, hier muss mir Essen, muss mir hier reingefallen sein ins Portemonnaie, dann habe ich zugeklappt. Und jetzt habe ich hier zwei Abdrücke. Ich kann es mir nicht anders erklären. Okay, das sieht aber auch echt scheiße aus. Was ist da los? Was da passiert? Und weil sich sonst immer alle aufreden, Rest ist für dich. Weißt du, der macht die Leute immer Show vor YouTube-Kamera. Als wäre das irgendwas wert wäre jetzt. Ja, ist ja geil. Ja, okay. Gib's mir gleich in der Kamera wieder, ne? Kannst du doch noch mal geben, Bruder? Weil viele mal geschrieben haben, denn warum hast du kein Trinkgeld gegeben? Weil ich das nicht reinschneide. Weil ich finde mir das immer auch so möchtegern-gönnerisch, wenn ich das vor der Kamera irgendwie immer zeige. So ein bisschen, ne? Das wird fetzen, da bin ich mir sicher. Das wird alles zerreißen. Gut, tschüss, dann noch. Tschüss, ciao. Tschüss. Der gute Osten, Freunde, der gute Osten. Der wird sogar noch zum guten Kameramann hier. Multitalent. Wenn er mir gleich nur einen im Auto, dann ist jetzt alles... Hör auf. Jetzt hör auf. Dann bin ich überzeugt. Da gibt's extra Leute für. Klar. Guck mal, ey. Ich finde Stuttgart so faszinierend. Ja, das ist der Kessel. Wenn wir hier schön auf den Style, das ist auch der Style, man holt sich das Essen ab, ja, voll. Frisst zu Hause, frisst irgendwo auf dem Fressberg oder so. So läuft der Hase. An einem schönen Platz, das ist der Eugensplatz. Das ist so wie in Buxtehude gibt es Real Talk, den Eugen. Also ich habe gehört, auf jeden Fall ein krasser Platz in Buxtehude, soll der Bach sein, wo dann die Leute immer die Stöcke rein. Der ist heftig, ja. Der ist super, da gehen Leute hin und tun die Stöcke lassen, so cool. Monte macht das. Ja, den Monte räumt sie ja auf. Ja, der packt sie hin, um sie danach wegzuräumen und sich aufzuregen. Oh, wer macht das hier? Oh, Memo. Hier sind wir am Eugenberg. Eugensplatz. 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 Oh ja, sehr schön. Hier lässt sich das schön snacken. Guck mal, hier haben wir Reis, ganz normal. Boah, guck mal, so hier wirklich mit der Aussicht, Leute. Ja, das ist ein kleines Träumchen. Ich finde, das ist ein Träumchen, ja. Mhm. Hier haben wir weiter noch Rettich. Also wenn ihr Bock habt, auch noch mal eine Tour hier. Leo hat auch im, da ich mal, hochklassigen Bereich, so auch bis zur Sterneküche, geile Läden. Wenn ihr wollt, mach ich noch mal mit Leo da eine Foodtour. Ja, lasst mal was in den Kommentaren da. Ja, Mann. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Kategorien, die wir vor uns haben. Wenn ihr da möchtet, können wir da gerne noch ein paar Videos machen. Und ich glaube, es hat heute ganz gut geklappt. Ja, ich glaube, wir treffen uns auch mal, gut gevibed, ne? Ja, Mann, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß bis jetzt. Oh, also lass den Daumen oben scheppern, wenn wir noch eine Tour machen sollen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal so durchstechen, ja, Mann. Ja, das ist ein guter Plan. Boah, oh, guck mal hier. Einmal musst du dann wieder draufdrücken, dass der Fokus ist. Hier ist einmal mit Knoblauch und einmal ohne. Das ist das Butter Garlic hier, was du hast. Oh. Mm. Einzigartig. Da muss ich mich richtig reindenken, das Video, wirklich. Mhm. Damit ich das erklären kann. Da bin ich mit gerechnet, Leute. Das ist der Abstand der heftigste Spot. Also die Glasur ist so ein bisschen, jetzt abgesehen vom Geschmack, wir haben zwar hier Nüsse außen, aber die fühlt sich ein bisschen im Mund an, als wäre so leicht Erdnussbutter drum geschmiert. Ich glaube, das ist die Honig-Erdnussmischung. Ist Honig-Erdnussmischung. Also das waren ja hier so Honey, Butter, Garlic. Mhm. Und wir haben hier einmal Butter. Butter, Honig, Knoblauch, Nüsse, das ist halt genau diese Kombination. Das wird das irgendwie mischen. Mhm. Oh, das ist so wie ein Belag um den ganzen Mund rum. Mhm. Das fühlt sich so richtig aus. Und diese Nüsse geben einfach nochmal tolle Textur rein. Man hat ein bisschen Spaß im Mund, wenn man das hier isst. So. Da kommt der Honig. Das ist so schön süß. Der geile Blütenhonig. Ein bisschen auch, jetzt nicht Akazienhonig, aber wenn ich das beschreibe, ich sage bei sowas oft Akazienhonig, auch wenn es dann falsch ist. Hier, und das einmal noch ohne Knoblauch hier.
Also einer muss man sagen, ein so ein Pott wird mir sicher auch lang. Ja, 100%. Weil es schon auch natürlich sehr süß ist. Mhm. Aber der Pott mit Vergnügen knallt dich weg. Und jetzt hier mal auch mal so ein Rettich hinterher. Die hau ich mir hinterher. Mhm. Da hat sich das neutralisiert. Er holt dich wieder auf den Boden der Tatsachen. Ja, voll. Und es schmeckt auch noch gut. Ich weiß nicht, wie die es machen. Die wirklich schmeckt wie dieses Algenblatt so ein bisschen. Mhm. Nori, ich versuche nochmal, ich muss ihn hier nochmal reinslashen. Mhm. Leo. Ja, mach ruhig, mein Freund. Ganz am Mund und Mandel, so ein bisschen wie eine Nussbutter. Welche auch immer, dann dieses Feeling, dass die Süße da reingeht von diesem schönen Blütenhonig, schießt intensiv rein, einfach nur lieblich, heftig. Ganz krankes Ding. Was tippt man da jetzt rein? Die Dumplings. Die Dumplings. Ja? Wir haben einmal frittiert, fangen da gerne mal an. Das ist echt süß-sauer. Es ist gefühlt wieder, auch hier wie vorhin, irgendwie eine halbe Limette Zitrone, keine Ahnung was drin. Sojasauce. Ganz krasses süß-sauer-Feeling. So. Aber ein gutes süß-sauer. Hier ist der gute Rettich auch nochmal, ne? Hier ist noch so ein weißer Rettich. Der soll einen runterholen vom Geschmack, habe ich gehört. Ist das so? Und dann wirklich erden wieder. Der soll dann erden. Dann bist du wieder fit für den neuen Schritt. Und die Dumplings, so die Dumplings, die werden halt auch mit der Soße noch mal sehr hart. Also die, das ist jetzt hier, ne? Ach so, hier, ich zeige euch noch mal. Dann haben wir hier noch Frühlingszwiebeln drauf, also Lauchzwiebeln. Ich sag dir das, was ich eben hatte. Dieses Kombi von irgendeiner Kräuternote in den Dumplings zusammen mit dieser süßeren Soße. Noch nie sowas gegessen. Da ist ein bisschen fischig, ja? Tatsächlich? Thunfisch ja, da drin. Nee, ist Garnele, glaube ich. Garnele? Und das Geilste sind tatsächlich die hier. Mit Kimchi sind die. Also diese Soße, wir haben es ja vorhin auch schon gehabt, das ist so Kategorie. Du kannst die Dumplings für sich essen, du kannst die Soße für sich essen, ein Geschmack. Aber wenn du es kombinierst, entsteht so was ganz Verrücktes. Ja. Dieses süß-saure kombiniert sich mit den Kräutern von den Dumplings. Dieses frische, ich nenne es mal suppige, es kommt irgendwie, oh, es ist nicht zu beschreiben. Kräuter, süß-sauer, eine komplette Geschmacksexplosion. Ich glaube, so ist es auch gedacht, dass du nicht greifen kannst, was ist es. Könntest du auch nicht als Koch, ne? Schwierig, schwierig. Und dieses Hack. Schmeckt wie bei Oma in der Suppe mit kleinen Fleischklößchen oder auch, manchmal gibt es ja auch so Teigtaschen bei Omi mit Hackfüllung. Genau so ein Charakter. Also. Was geht, Jungs? Wollt ihr essen? Wollt ihr was probieren? Aber ihr müsst auch was probieren. Wir müssen was probieren. Komm her. Chicken, Bro. Chicken. Honey Butter. Bei Doshirak in Stuttgart-Ost. Für euch und für die Community, das ist die krasseste Empfehlung. Ich sag euch, das ist, reißt komplett ab, der Laden. Stuttgart ist auch die Stadt der geilen Frisuren. Vorhin war auch schon jemand, hat auch geil, also positiv, ne? Feier ich. Wow. Sehr stylisch. Also ich bin nicht so der Fan von denen mit Fisch, aber die, ja, alle die anderen, mit Fisch die finde ich sehr krass. Ist jetzt auch nicht so top. Reißen wir noch mal einmal probieren. Boah, der ist schön klebrig, guck mal hier. Das ist normal. Ja, hier, also, ich habe jetzt schon ein bisschen hier zusammengepackt. Sehr gerne. Nee, oder? Wir sind durch. Wir werden jetzt noch den besten Burger in Stuttgart testen. Definitiv. Auf geht's. Let's go. Na, also jetzt nochmal, bevor wir zum Spot fahren, wirklich, Leo, kompletter Abriss für mich, der Spot. Ja, freut mich. Also da für alle Stuttgarter, danke Leo für diese Empfehlung. Ihr müsst da hin. Vor der Herzen. Oh, unbedingt, ey. Stuttgart, wir lieben euch. Stuttgart. Liebt ihr uns auch? Und ich kann euch sagen, für euch als außenstehender Foodtour, wir haben wirklich viel gegessen, aber wir haben trotzdem noch ultimativ Bock zu essen, weil die Spots halt echt abgerissen haben. Yes. Vor allem der letzte jetzt auch komplett rasiert. Yes, yes, freut mich sehr, freut mich sehr. Hier ist Kebab, ein Riesenspieß. Das ist abends und der wiegt bestimmt noch 150 Kilo oder so. Oh, guckt euch mal an. Das ist ein Riesenspieß, das abends um halb acht. Ja, ich rieche den. Ist anders, ne? Oh, der ist gut, ja. Oh, was für geiles Brot. Ja. Oder machen wir die kaputt? Oh, warum haben wir den jetzt schon angeguckt? Tschüss. Hey, grüß dich. Alles gut? Danke, Brudi, danke. Ihr wollt aus Video? Ihr seid die 18? Ja. Seid ihr nicht, ne? Auf jeden Fall nicht. Da muss ich euch pixeln, leider. Wisst ihr nicht, der immer so Döner oder sowas ist? Ja, ich bin Döner-Tester Nummer 1. Wenn ihr sagt, ihr kommt von Holle, kriegt ihr umsonst da vorne. Sagt einfach, ich komme von Holle, ich will meinen umsonst Döner jetzt haben. Ja, safe, ja safe, klar. Safe, das ist Codewort. Das ist ja so ein Codewort. Mein Bankkeeper, einfach sagen, ihr seid von Holle. Könnte man machen, aber ich mache morgen ein Döner-Test-Video. Alles klar, tschüss, ciao. Ja, Mann, wir gehen zu Triple B. Ganz kurz, ich mache auch noch kurz eine Story. So, mein Freund.
Oh, dein Handy ist kaputt hier. Ja, danke für den Info. Wusste ich noch gar nicht. Musst du noch mal neu machen, so. Sorry jetzt. Okay, ich sag so. Nicht mehr. Servus. Wir sind ganz gut durchgekommen, oder? Ja, Mann, wir sind sehr gut durchgekommen. So, sehr Spaß. Letzte Station jetzt. Wir sind da, Brudi, wo sind wir jetzt so, hier? So, hi, wir sind hier in Stuttgart-Innenstadt beim Gerber, das Einkaufszentrum hier. Ja. Wir sind bei Triple B oder auch Beef Burger Brothers. Okay. Und zwar ist das ein OG-Laden hier in Stuttgart. Jeder weiß, hier gibt es den besten Burger. Und wir gehen da jetzt mal rein. Wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, mein Freund. Ja, Mann, ich bin Triple letzte B Station, auch genannt. Letzte Station, Triple B, der beste Burger in Stuttgart, angeblich, sagt der gute alte Leo. Geil. So, okay. Wir schauen uns mal die Karte an. Ja. Wir brauchen keine Karte gucken, wir müssen den normalen Cheeseburger nehmen, weil da ist Gradmesser. Normale Cheeseburger? Das geht nicht anders. Das ist wie beim Griechen, ist so Gyros, guckst du, ob gut ist. Ja, dann lass uns den Cheeseburger nehmen. Cheeseburger, ja. Aber ich will den Laden hier nochmal zeigen, weil der ist auch heftig. Mal, der von der Optik hier. Sehr schönes Ding. Hm? Ja, dann nimm mir einen normalen Cheeseburger einfach. Nimm du mal einen, so einen Special-Burger, ja, okay. Und dann haben wir einen Vergleich. Genau. Ja, okay. Lass diesen, einfach diesen Triple-B-Burger nehmen, das klingt halt nach... Ja, dann nimmst halt der Laden auch, nimmst oder? Du den Triple-B-Burger, ja? Also Triple-B und Cheeseburger, die beiden nehmen wir. Ich glaube, hier können wir eh nicht so viel sehen, Leute. Wir gucken einfach diesmal gleich der fertige Burger. Mehrfacher Testsieger unter 100 Burgerläden in Deutschland. Ah! Oh, krass. Bild-Zeitung, überall war der Burger schon Triple drin, Best, ja. Of Winner. Schade, dass wir als letzte Station hier sind, aber mal gucken. Man kann es noch gut einordnen. Okay, komm, dann werden wir gleich unseren Burger kriegen. Da ist der easy, kleine, chillige Basic. Wirklich, er sieht aus wie wirklich so ein kleiner Snack. Hier in Stuttgart sagt man den Krabbenburger, ne? Also, wir nennen ihn den Krabbenburger, weil er perfekt aussieht. Also, hier ist der Triple B. Hier ist der. So, ich würde das einmal auf mich nehmen und die halbieren, ja, ne? Halbier gerne mal. Sogar die Gurke halbieren. Stark. Oh, das sieht einfach aus wie ein Basic. Aber gut. Ja, fantastischer, schön medium gebratener Basic-Burger. Ja. Guckt euch das an. An irgendwas erinnert mich. Der letzte habe ich so einen Burger gehabt, ich weiß auch nicht. So, und der auch nochmal hier mit einem Querschnitt. So, wir müssen jetzt erstmal den Basic-Burger. Rein da. So, rein da. Ich schmecke den Rauch schon vom Grill. Das kriegen die wenigsten hin. Erster Eindruck kann ich sagen, ganz basic, grundbelassen. Gurken, selten auf dem Burger, Gurken, Tomate, Fleisch, leichtes Raucharoma, also leichtes Feueraroma vom Grill. Er hat dieses Feuer ans Fleisch, dezent Soße auch nur. Und Bun, Moment. Sehr gurkenlastig, der Burger. Ja. Fleisch auch sehr basic gelassen. Aber Fleisch, krasse Qualität merkt man. Fleisch ist wirklich nicht verkehrt. Ganz leicht. Kaum Gewürze benutzt, auch Quali gelegt. Und hier werde ich jetzt auch einmal reinbeißen. Da sind auch schön karamellisierte Zwiebeln noch drin, aber die stehen auf die Gurken. Da muss ich sagen, habe ich selten gehabt, hat mal sehr gebockt. Bei dem hätte ich gesagt, so ein bisschen ohne Wärme. Also Gurke wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Genau. Ja, geht schon nach vorne hier. Das Feuerfeeling gefällt mir. Mhm. Fleisch gefällt mir. Ich bin wirklich auf den Trip inzwischen. Nicht immer Smash, auch mal ein schönes qualitatives Fleisch-Patty. Und du merkst die Quali so. Also für mich, ich habe alles gesehen, wir snacken. Dann würde ich sagen, machen wir draußen Bewertung zum Schluss. Definitiv, in Ruhe. Mhm. Also hat sehr Spaß gemacht, das war so geil. Freut mich, vielen Dank, dass du mich in Stuttgart besucht hast. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen so meine Fußspots aus Stuttgart gezeigt. Ja, wir hatten super viel Spaß. Wir hatten geil Spaß, geil. Und wenn ihr noch mal wollt mit Leo noch mal eine Tour, machen wir das gerne. Du hast auch Instagram, hau doch mal deinen Kanal auch noch mal aus. Und Make It Nasty Bro, schaut vorbei, würde mich voll freuen. Wenn ihr einen Privatkoch braucht, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Das ist auch, der kann kochen, der Junge, ganz krank. Du weißt es ja schon. Kommst du vorbei in Stuttgart bei den Jungs, ne? Auf jeden Fall, meldet euch einfach. Yes. Und von dir kurz und knackig meine Bewertung. Erster Spot beim Türken gebe ich eine 8 von 10 Punkte. Mhm. Sehr stabiles Ding. Super. Ich gebe beiden Shawarma-Spots 7,5. Mhm. Geile Trumpfmomente und Rest, sag ich mal, relativ gewöhnlich, aber absolut empfehlenswert. Den Asia-Spot gebe ich, boah, der war geistkrank. 9,3. Ich gebe 9,3. Ich gebe 9,3. Yes. Der war, war 9,3 wert. Und letzter Spot gebe ich 7,3 bei Triple B. Geschmackssache. Ja, genau. War aber nicht so deiner, Ja,
andere. Die Gurken waren einfach ein bisschen drüber. Aber ein Burger, kann den, glaube ich, viele in Stuttgart sauer sein, aber ist okay. Kann sein, aber absolut empfehlenswert, Leute. Diesen Burger, man merkt Quali, man merkt, also die haben sich was gedacht, basic, also Qualität getrimmt. Unbedingt probieren. Ganz, definitiv, ganz wichtig. Ja, danke, Leon. Hey, ich danke für deinen Besuch. Bis dahin. Bleib gesund. Das Wichtigste. Genau, lass gerne den Daumen oben scheppern. Richtig. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.